Chewie, wir sind zu Hause. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute geht es um, und ich kann es nicht fassen, dass ich das jetzt endlich mal sagen darf, heute geht es um Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, The Force Awakens. Als hätten wir 3 Jahre drauf gewartet. Oh, 30 Jahre nach den Ereignissen der Originaltrilogie, namentlich A New Hope, Empire Strikes Back und Return of the Jedi, 30 Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter setzt Episode 7 an. Und mehr als nur so ein paar hinwerfende Dinge kann ich euch jetzt nicht sagen. Luke Skywalker ist verschwunden. Es gibt eine Art neues Imperium namens First Order und... das war's. Dann gibt's unsere Figuren. Es gibt ja, ihr habt ja gesehen, es gibt das Mädel, es gibt den Schwarzen, es gibt den Weißen. Das Mädel ist so eine Schrottdame, so eine Schrotthändlerin auf einem Wüstenplaneten namens Jakku. Das steht alles auf Wikipedia und so weiter. Das kann man sich auch schön nachlesen. Dann gibt es Finn, das ist ein Stormtrooper aus der First Order, der die Seiten wechselt. Und es gibt diesen Piloten, diesen Poe Dameron, gespielt von Oscar Isaacs, der irgendwie mit der Rebellion zusammenhängt und einen Auftrag zu erfüllen hat. Und weil die Macht es so will oder der Drehbuchautor, kommen diese 3 Figuren zusammen. Und durch ein paar Zufälle ist es dann auch so, dass diese Figuren auch die Pfade kreuzen mit den Figuren aus der Originaltrilogie. Auf der bösen Seite haben wir einen Typ namens Kylo Ren. Der ist ein großer Fan von Darth Vader und von dem damaligen Sith-Kult und möchte das alles auch wieder so ein bisschen hervorheben, aus dem Sumpf herausziehen. Und er hat sich auch gegen die Skywalkers verschworen. Wieso? Das wissen wir nicht. Worum geht es jetzt? Das ist geklärt. Wie ist der Film? Darüber reden wir jetzt. Und ja, ich habe mich jetzt hier wirklich explizit sehr vage gehalten, denn mehr erfahrt ihr in den Trailern und wenn ihr euch auf Wikipedia durchlest, was die einzelnen Figuren irgendwie zu sagen haben oder zu tun haben, mehr erfahrt ihr jetzt auch nicht und mehr braucht ihr auch nicht und mehr sollt ihr auch nicht wissen. Denn es geht ja einzig und allein darum, einen Film zu erleben und da brauchen wir jetzt keine notwendigen Hintergrundinformationen und so weiter. Denn dieser Film sollte ja euch auf eine Reise nehmen in eine Galaxis weit, weit entfernt, vor einer sehr langen Zeit. Und das tut dieser Film. Star Wars The Force Awakens ist ein klasse Film, hat natürlich Probleme, jeder Film kommt mit Problemen daher. Ich werde euch jetzt sagen, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Einen Spoiler-Part mache ich jetzt noch nicht, dafür bekommt ihr dann ein extra Video, was höchstwahrscheinlich eine ziemlich lange Sache wird. Da passieren einige Dinge, einige Twists and Turns und mit einigen Figuren passieren Dinge und die man nicht erwartet, andere erwartet man. Es passiert ultra viel im Film und das möchte ich einfach nicht vorne wegnehmen und darüber reden wir dann in einem gesonderten Spoiler-Video. Jetzt geht es erstmal darum, was hat mir gefallen? Erstmal die Tatsache, dass sie sich von allem gestrippt haben, was irgendwie mit Star Wars zu tun hat und in erster Linie eine Geschichte erzählen wollen. Das fand ich persönlich sehr, sehr schön. Wir haben diese Rey und diesen Finn, das sind so unsere Hauptfiguren, die da dann, wie wir auch im Trailer sehen, mit Han Solo dann irgendwann mal zusammenkommen und dann haben sie diese großartige Mission zu dritt. Finde ich schön, dass man sich darauf geeinigt hat, einfach eine Geschichte zu erzählen. Die Optik, da kann man mal wieder sehen, dass J.J. Abrams schon versteht, was er macht. Ich meine, okay, der Look von Episode 7 ist natürlich stellar. Die Kamera ist ungeahnt dynamisch. Das kennen wir nicht aus den Prequels, das kennen wir ein bisschen aus den Originalen. Aber hier ist die Kamera, das hat dieses Abramsige, die Perspektiven, die Kamera macht irgendwie weirden Shit. Und interessant ist zu sehen mit dem Star Wars Optik quasi. Also zu sehen, dass Star Wars irgendwie gepimpt wurde für eine neue Generation, fand ich nicht schlecht. Auf der gleichen Seite entscheidet sich Abrams allerdings dafür, mega viele praktische Effekte einzubauen. Ja, wir haben quasi Modelle von Millennium Falcon und von TIE Fightern und von X-Wings und die dann überall rumfliegen und so. Die haben mit Modellen gearbeitet. Das finde ich schwer beeindruckend. Es gibt natürlich CGI in dem Film und besonders gegen Ende, wenn es dann zum Big Kabush-Ending geht, hat man dann natürlich viel CGI. Man hat allerdings auch ganz, ganz viel Practical Effects. Es gibt eine Szene in der Mitte des Films, wo man in so einer Art Bar ist und da kann man sehen, dass wirklich ganz, ganz viele
geile Püppchen eingesetzt wurden, Animatronik und halt auch echt Leute in Anzügen und so weiter, so ähnlich wie Chewbacca halt als Figur. Aber halt dann eben, dass so halt mega viele Figuren rumlaufen, die halt wirklich auf dem Set waren und nicht einfach mit dem Computer eingefügt wurden. Das fand ich sehr, sehr schön. Das macht diese Welt sehr lebendig und da fühlt man sich dann eigentlich schon fast zu Hause. Also die Optik, oh, die Optik. Also das Ding sieht super schön aus. Der Sound wird natürlich dem Original nicht gerecht, weil halt die ganzen richtig fetten Leute, die dicken Namen wie Ben Burtt und sowas, die haben mit diesem Film jetzt meines Wissens nichts mehr zu tun gehabt. Es gibt eine neue Riege vom Sounddesign. Die haben zwar coole neue Sounds gemacht, allerdings ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn dann die alten Sounds nochmal auftauchen und so. Die Laserschwerter klingen auch ein bisschen anders, hat mich jetzt persönlich ein bisschen auf einer ganz persönlichen Ebene ein bisschen gestört, weil die halt den Sound ein bisschen geändert haben, aber es sind auch andere Lichtschwerter, das kann ja sein, wirklich meckern auf hohem Niveau, was Sound und Bild angeht. 3D, wir haben den Film in 3D gesehen, auf Englisch noch dazu, weil ich habe mir gesagt, den schaue ich mir jetzt erstmal nicht auf Deutsch an, sondern ich versuche ihn in einer englischen Version zu schauen. Hier in München hat geklappt, 3D hat sich gelohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal sage, aber wenn dann die X-Wing und die TIE Fighter sich miteinander bashen und einzelne Actionsequenzen und Lichtschwerter, die dann irgendwie so in die Kamera reingehen und so, sah gut aus. Es gab gute 3D-Effekte. Das hatte ich jetzt nicht so häufig. Das kann ich nicht so häufig von mir behaupten, dass ich mal Positives über 3D sage. Dann kommen wir auch schon zu den Figuren. Harrison Ford ist nicht Harrison Ford in diesem Film. Er ist Han Solo. Das ist mir sofort in der ersten Szene aufgefallen, als er aufgetaucht ist. Das ist, vielleicht kann ich so viel verraten, auch die Szene, die man im Trailer sieht. Chewie, wir sind zu Hause, ist das erste Mal, als man ihn sieht. Und ich finde auch, das ist echt schön. Von mir aus kann man so machen, finde ich klasse. Und der Typ lebt die Rolle. Das ist zum ersten Mal, ist mir das wieder aufgefallen, dass Harrison Ford Spaß hat am Schauspiel. Mir ist das zuletzt aufgefallen in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, wo er einfach wie so ein verwirrter alter Opa rumläuft, der einfach seit 30 Jahren die gleiche Kleidung trägt und dann irgendwie meint so, I'm a teacher, part-time. Aber hier ist er wirklich Han Solo. Das hätte ich nicht gedacht, weil dann auch, er ist halt wieder der clevere, smarte Typ, der mit seinem schiefen Grinsen auftaucht und so weiter und hat auch sein Schiff ein bisschen verteidigt. Dieses Schiff hat den Kesselflug gemacht in 15 Parsecs und dann er so in 12 Parsecs. Super, man hat gemerkt, Han Solo ist zurück. Chewbacca, ja, ist halt so daneben, ist halt da. Die haben ihn halt versucht ein bisschen einzusetzen als Comic Relief und halt auch ein bisschen als Freund von Han Solo. Und er schießt mit seiner Armbrust rum und das haben sie echt nett gemacht. Die beiden Hauptfiguren, Finn und Rey, finde ich cool. Also das Mädel ist ja so vielleicht unsere Protagonistin, vielleicht ist es auch Finn. Das ist, da war sich der Trailer ja nicht einig, da ist sich der Film auch nicht einig. Aber die beiden, die machen auf jeden Fall in ihren Lead Roles, machen sie eine gute Rolle. Vor allen Dingen, ich mag die Chemie zwischen Finn und Poe Dameron, John Boyega und Oscar Isaacs. Und ja, wir sehen auch im Trailer, dass die mal auf der Leinwand zusammen sind. Also wie gesagt, wir sprechen dann im Spoiler-Video nochmal genauer drüber. Aber die beiden haben eine coole Leinwand-Chemie, das hat so was Bad Boys-mäßiges. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Laune gemacht. Ansonsten, ja, mein Gott, Leia taucht natürlich auch mal auf. Und auch C-3PO und R2-D2, die sind ja alle irgendwo dabei, hat man ja alle gesehen. Und auch Luke Skywalker ist zu sehen. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Vielleicht finden sie ihn, vielleicht auch nicht. Ich kann nur so viel sagen, Mark Hamill steht auf dem Poster. Also sollte Mark Hamill auch im Film auftauchen, schaut einfach den Film. Dann kommen wir jetzt zu den Mankos. Denn ja, der Film ist super gemacht. Der hat Spaß gemacht von vorne bis hinten. Die Figuren sind nice. Star Wars hat quasi den Defi bekommen und ist jetzt wieder da. Ja, ist es allerdings so stark? Ist es noch so stark? Ist es wieder so stark? Ist die Macht mit diesem Film? Die Macht ist auf jeden Fall mit dem Film allerdings nicht immer. Der Film hat ab und zu ein bisschen Längen, muss ich sagen. Ein paar Szenen, die sind mir persönlich ein bisschen zu lange gedauert. Und ich habe mir gesagt, vor allem in der Mitte des Films, wo sie dann quasi so rumgehen und reden und fliegen sie woanders hin und reden, habe ich mir gedacht, da fehlt so ein bisschen der Pep, so ein bisschen das Pacing fehlt. Also etwas schlappe Nudel ab und zu.
macht allerdings nur geringfügig etwas, denn wir haben ja die Figuren und die Figuren sind nicht scheiße. Die einzige Figur, die mich nervt und genervt hat, nerven wird, ich weiß ja nicht, ist Adam Drivers Figur, nämlich Kylo Ren. Kylo Ren ist der Widersacher im Film, der Bösewicht und ja, okay, es gibt auch noch diesen Supreme Commander Snoke, der auch kurz erwähnt wird. Ja, der ist halt auch irgendwie da. Der Hauptantagonist ist natürlich Adam Drivers Figur Kylo Ren. Und Kylo Ren ist halt einfach langweilig. Ich meine, er ist jetzt nicht so von wegen, dass man sagt so, oh Gott, also und das soll er Bösewicht sein. Nee, das nicht. Es ist so ein bisschen, wie ich vermutet hatte, er ist so der Fanboy von Darth Vader. Da gibt es natürlich noch mehr Backstory und so weiter. Der hat ja auch eine Vergangenheit und das, wie gesagt, Spoiler-Video. Aber so allgemein wirkt er so ein bisschen so wie mit lauwarmem Wasser gekocht. Das Einzige, was ich schon mal einstreuen kann, er ist ein bisschen impulsiver. Also er hat sich nicht so unter Kontrolle und so weiter. Das ist eine andere Sache, ein anderes Manko bei dem Film. Er wird ab einem bestimmten Punkt richtig vorhersehbar. Das ist schade, denn in der ersten Hälfte vom Film war er überhaupt nicht vorhersehbar. Weil ich habe den Film jetzt ja wie gesagt erst am 18. gesehen, weil ich hatte am Mittwoch und am Donnerstag war ich noch von Kopf bis Fuß mit Uni-Shit eingedeckt und ich bin jetzt in den Tagen davor so durch die Stadt gegangen, so la 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 la. Immer wenn ich, dann gibt es eine kleine spaßige Anekdote, ich war unten an der U-Bahn mit meiner besten Freundin zusammen und da war so eine Gruppe Schüler und ich habe dann nur gehört, Star Wars. Also das war gestern. Das heißt, die hätten ihn theoretisch schon sehen können. Und ich habe gesagt, komm, 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 wir gehen. Erste Hälfte vom Film, wirklich unvorhersehbar so an sich. Die einzelnen Figuren, wie sie auftauchen, was der Film macht, was der Film auch für Exkurse unternimmt, hat mir alles sehr Spaß gemacht. So ab der 1-Stunden-Marke ist es dann so, dass der Film in, sagen wir, bekanntes Territorium geht. Ich meine, es haben sich ein paar Leute beschwert, dass er sich zu sehr an der Originaltrilogie orientiert. Die Leute, die den Film gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Ich finde das jetzt persönlich nicht so schlimm. Vielleicht uninspiriert, ja, aber sie gehen vielleicht auch die safe route. So würde ich das ausdrücken. Gut, ein anderes Manko, und es tut mir weh, das sagen zu müssen, John Williams Soundtrack, Score, war in diesem Film richtig uninspiriert. Er hatte so eine kleine Flashbacks an den Hobbit, ne, wo wir Howard Shore haben, der mit der Herr der Ringe-Trilogie wirklich großartigen Soundtrack produziert hat. Und dann beim Hobbit war es dann irgendwie so, ja, da hat er sich einen runtergefiedelt und es gab nur eine Melodie, die einem wirklich im Kopf geblieben ist, oder zwei. Das ist jetzt bei Episode 7 leider auch so. Ich meine, John Williams ist ein alter Mann und der hat schon beim ersten Star Wars hat er schon schütteres Haupthaar gehabt, also bei Episode 4, beim The Star Wars 1977. Und das haben wir 2015. Jesus fuck! Und der Mann macht immer noch Filmmusik. Fraglich ist halt, ob er immer noch die Energie und die Kraft hat, so einen opulenten Soundtrack zu machen. Es sind gute Themes drin, aber man merkt schon sehr, dass die meiste Energie kommt, wenn er sich auf Originalmelodien beruft. Und na, natürlich dann irgendwie, dann streuen sie überall die ganzen kleinen Gizmos ein und das Han und Leia Theme. Ja, aber so an neue Themes hat er sich jetzt zwar rangewagt, ich hab's so gehört, so Kylo Ren hat ein eigenes Ding und Rey hat ein eigenes Ding, aber so an sich hat es keinen Wiedererkennungswert und als wir jetzt dann heimgefahren sind, da haben wir versucht, ein bisschen Soundtracks zu rekapitulieren. Bisschen schade, weil wir das nicht konnten. Da hatten die Prequels, da hatten sie echt gute Soundtracks. Aber mein Gott, was soll man machen? Das ist, wie gesagt, jetzt absolut Meckern auf hohem Niveau. In einem Fazit, und das war es jetzt eigentlich auch schon im Groben und Ganzen, was die Plus- und die Negativpunkte von Star Wars 7 angeht. Sehr elaborat rede ich dann in einem Spoiler-Video drüber. Das wird höchstwahrscheinlich genauso lang wie der ganze Film, denn da gibt es ganz schön viel zu reden. Ich sage jetzt, wenn man das mal alles summa summarum zusammensetzt, finde ich,
Star Wars The Force Awakens, das Erwachen der Macht, bekommt 6,5 von 8 Punkten von mir. Das ist eine Mischung aus Empfehlung mit Kratzern und Heimkino, mit einer Tendenz auf jeden Fall zu Empfehlung mit Kratzern, denn auf gar keinen Fall sollte man diesen Film zum ersten Mal im Heimkino sehen. Denn das ist ein Kinofilm, macht Spaß auf der großen Leinwand, die Leinwand kann nicht groß genug sein. 3D lohnt sich bei dem Ding auch mal wirklich. Ich finde es im Allgemeinen schön, dass sie einen riesigen Spagat gewagt haben, denn mittlerweile können sich drei Generationen Star Wars anschauen und sie haben versucht, die Fans der Originale, die Fans der Prequels und die Neueinsteiger irgendwie alle in ein Boot zu bekommen. Es kann natürlich zum Clusterfuck werden, aber J.J. Abrams führt die Sache stringent durch und mei, es gibt halt Schrammen links und rechts, aber im Allgemeinen hat mich das Ding sehr zufriedengestellt. Jetzt würde ich mich eure Meinung interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie steht ihr zu Star Wars The Force Awakens? Das Erwachen der Macht. Und bitte keine Spoiler da unten rein. Seid doch nettes Volk. Bitte keine Spoiler da unten. Dafür gibt es dann das Spoiler-Video. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Ich bin Fixation. Ich bin der Filmemann. Möge die Macht mit euch sein.